Hey, herzlich willkommen, Hardcore Workouts, zu den Ukulele Workouts 50 plus. Wir nehmen die Übung Nummer 1, die Fingerübung, und trainieren das als Hammer-On bzw. Pull-Off jeweils 5 Minuten nacheinander. Also in der Mitte gehen wir wieder zurück und machen dasselbe nochmal als Pull-Off. Ich zeige euch die Übung schnell nochmal im Detail. Wir sind in der zweiten Lage, haben auf der G-Seite den zweiten, dritten, vierten Bund, auf der C-Seite ebenfalls zweiten, dritten, vierten Bund, dann auf der E-Seite dritten, vierten, fünften Bund, also das heißt, hier fängt es mit dem Mittelfinger an, und auf der nächsten Seite ebenfalls. Wenn ihr das noch nicht sortiert kriegt, weil es wird jetzt schon recht flott anfangen, dann macht es einfach mit dem Klick des Metronoms einen nach dem anderen so lange das Tempo beschleunigen, bis ihr solide damit klarkommt. Denn wir fangen direkt an, dass wir Hammer-On spielen. Das heißt, ich schlage jeden Ton nur einmal auf der Seite an und die restlichen beiden erzeuge ich durch Aufschlagen, beziehungsweise wenn ich dann in die zweite Hälfte der Übung gehe, indem ich den Finger von der Seite abziehe. So, genug geschnackt. Los geht das. Two, three, four. Kamera. Langsam schnell. Three, four.
Achtet darauf, dass euer Daumen schön locker bleibt und sich nicht verkrampft. 3, 4. Sollte es einen Punkt geben, an dem ihr nicht mehr weiterkommt, nicht mehr mitkommt, fangt einfach nochmal vorne an. Überhaupt kein Ding. Je schneller diese Übung wird, desto einfacher wird es mit den Hammer-Ons. 3, 4. Trotzdem nicht an Präzision mangeln lassen. Den größten Teil haben wir eigentlich durch. 3, 4. Yes, baby. Wenn ihr denkt, das war ganz schön anstrengend, dann bitte erinnert euch dran, das Ganze hier heißt Hardcore Exercises. Das nicht zum Spaß. Naja, ihr wisst, wofür es ist. Damit man ein bisschen was davon hat. Nochmal, wenn ihr zwischendurch ausgestiegen seid, kein Problem. Fangt ihr einfach vorne nochmal an. Ist kein Ding. Selbstverständlich, und da steht euch ja auch nicht im Weg, nehmt ihr euer eigenes Metronom und macht das langsamer und geschmeidiger und so lange, wie ihr das eben braucht, allein. Wir machen genau dieselbe Übung rückwärts. Das heißt, wir ziehen. Okay, los geht das. Nicht lang schnacken. Oh. One. Ah. Two, three, four. Das wird anstrengend. Thank you.
Na, mal gucken, ob ich das durchhalte. 2, 3, 4. Der einzige Trost ist, mit höherer Geschwindigkeit wird es ein bisschen leichter. 3, 4. Aber gib nicht die Präzision auf. Wenn ich mich verspiele, dann nur, weil meine Gedanken abschweifen. 3, 4. Ich merke gerade, ich habe auch unten angefangen. Aber es ist eigentlich völlig Wumpe, ob ihr oben oder unten anfangt. Also langsam fängt es an, im Handgelenk zu ziehen. 2, 3, 4. Aber das ist doch genau das, was wir wollen. Auch hier, wenn ihr rausfliegt, seht zu, dass ihr vorne wieder anfängt. Sind wir fertig? Einer noch. 2, 3, 4.
jetzt aber leck mich am Arsch. Yay, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann dürft ihr euch sehr wohlverdient ein bisschen auf die Schultern klopfen, wenn sich die Hand noch bewegen lässt. Wenn nicht, dann macht sie ein bisschen geschmeidig. Vielleicht gönnt ihr euch jetzt auch ein Kaltgetränk. Wir sehen uns bei der nächsten Episode in Live, denke ich doch, oder bei den nächsten Hardcore-Extra-Runden. Bis dahin, habt Spaß, viele Dingsbums. Tschüssi.